destrucción de la vida, chatarras, contaminación del agua, las enfermedades. Eso no queremos en Yasuní. ¡Por el Yasuní! ¡Nadie se cansa! ¡Por la vida! ¡Nadie se cansa! Wir freuen uns mit der äquatorianischen Umweltbewegung. Am 20. August kommt es endlich zu der Volksabstimmung, ob das Öl im Yasuní-Nationalpark weiter ausgebeutet wird oder ob das gestoppt wird. Die Umweltbewegung kämpft seit 10 Jahren darum und hat auch schon 2014 genügend Stimmen dafür gesammelt. Aber der äquatorianische Präsident Correa und die Regierung danach auch haben das torpediert. In Ecuador hat diese Debatte eine gesellschaftliche Mehrheit erzeugt, die meint, dass der Amazonaswald mehr wert ist als die Einnahmen aus dem Öl. Ob das jetzt tatsächlich zu einer Mehrheit führt am 20. August, ist trotzdem nicht so leicht zu sagen, weil gleichzeitig ganz kurzfristig Präsidentschafts- und Parlamentswahlen angesetzt wurden. In Deutschland gab es auch immer großes Interesse an der Initiative, sogar dass Ausgleichszahlungen aus Deutschland dafür gezahlt werden, dass das Öl in Ecuador im Boden bleibt. Das hat wiederum der FDP-Minister Niebel torpediert. Die Initiative sieht jetzt gar keine Ausgleichszahlungen mehr vor. Das verweist darauf, dass wir im globalen Norden die dahinterliegende Debatte, nämlich um historische Umweltschulden, hier genauso prominent auf die Tagesordnung setzen sollten, dass sie ein gesellschaftliches Bewusstsein verändert.